Achso, und da kommt halt Wasser. Spannerei. Da müsste ich jetzt vielleicht doch noch mal ein bisschen umbauen hier vorne. Aber wir legen erstmal den Rest da drumherum. Erstmal. Muss er doch noch einmal hier weg. Scheiß, gehen die Fluten an Schwimmerei jetzt hier, ey. Ja, wer Arbeit braucht, der jetzt schafft sich Arbeit. Hier vorne. Alter Schwede. Aber schon. Ja. Noch viel Arbeit. Ja, man muss ja erstmal einmal komplett überall rumlegen. Ja klar. Ja, geht ja dann schneller. Oh, lass mich da oben drauf, auf das Scheißding, du. Müsste man mal gucken, gut aus. Ist trocken, mal schauen. Vielleicht sichere ich dann da vorne das hier, mache ich die Löcher hier vorne nochmal dicht. Also da sollte schnell vorankommen. Ja, ja, hier vorne direkt neben dem Pool noch. Da haben wir noch riesen Löcher, weil ich habe das einfach nur gerade gezogen gehabt. Mhm. Habe ich auch gerade gesehen gehabt, dass es da scheiße war. Ja, und wenn nachts ist, da kommen sie ja alle aus den Löchern hier. Ganzen Bobdis. Können wir unser Farbkonzept vielleicht auch nochmal überlegen bei den ganzen. Ob wir wirklich also Gold in der Mitte haben wollen oder so. Nee, Gold sieht beim meinem Texture Pack nicht wirklich gut aus. Bei dir. Scheiße, wo ist? Ich sag es ja. Das geht's mich doch hier, was das angeht hier, auf jeden Fall. Ich muss doch meine Meinung dazu tun. Ne? Kann ja nicht einfach angehen, dass sie mich übergeht hier. Warum nicht? Ne. Das ist direkt vor meinem Haus, hallo? Ja, wenn du dein Haus dahin baust. Ja. Das steht ganz gut da. Ja, dann. Achso, Nils, du hast die Behutsamkeitsspitzhacke, kann das sein? Nö. Bist du sicher? Eigentlich schon. Nö. Ah, du bist gestorben. Ich bin irgendwann mal irgendwo in einen Lavasee reingefallen. Sicher. Der ganz tief. Ach, ja, klar. Und da war ja auch die Diamantspitzhacke, glaube ich, dabei, ne? Ja, dann müssen wir gucken, ob wir da mit dem Lightstone. Der wird ja dann wieder zerbröseln, wenn wir nichts Behutsames haben. Ich habe keine Behutsamkeit. Ich habe nur Glück. Na, ich habe glaube ich auch. Also ich glaube, wir haben auch keine Behutsamkeit, auch keine Eisen oder so mehr. Nee. Nee. Ach, das ist ja ärgerlich, ey. Hä? Hä? Aber der Regen könnte so langsam auch mal aufhören, oder? Ja. Also irgendwie nervt das ganz schön. Gut, dann reiße ich mal hier den Boden raus. Ah. Ach scheiße, ich hätte Erde oder so mitnehmen können für das runterwerfen. Aber kann das sein, dass das nicht gleich lang, also breit ist? Wie lang ist denn hier, ne? Ich weiß nicht, hab nicht gezählt. Hm. Müsste aber müsste eigentlich 26. Ich habe 13 lang, 13 breit. Müsste. Dann muss ich das hier hinten anders machen. Ach komm, das ist mir zu blöd mit der normalen Eisenhacke. Geht schneller mit der anderen. Müssen wir sie eben halt schneller reparieren, ist egal. Ach mein Gott, bei den Diamanten, die wir haben, fällt es ja auch nicht drauf. Fällt es auch nicht unbedingt auf, dass wir da. Ja, aber man muss ja auch die passenden Level dazu haben. Bekommen. Ja, das stimmt. Geht ja nicht nur um die Diamanten. Gibt es eigentlich, kann man, gibt es für Bücher, gibt es da eigentlich so eine Beschränkung fürs Level? Dass du zum Beispiel nur bis Level 6 irgendwie nur Bücher verzaubern kannst, maximal? Keine Ahnung. Ich habe das mit den Bücher verzaubern sowieso das erste Mal gemacht, aber. Was du gesagt hast, von wegen. Mach doch erstmal auf dem Buch.
Ja, ich werde da gleich erstmal gucken. Weil ich habe nämlich Level 27 schon. Ich werde jetzt mal eine Runde Erde noch holen. Ah, der Regen, ey, das geht mir echt auf den Zwirn. Das kann echt mal aufhören jetzt. Ach, und Stein brauchen wir noch, ne? Hier die, so zwei habe ich davon. Das sieht aber gut so aus, finde ich schon. Hat was. Geh ich mal gucken nach dem Buch eben. Ach, nicht hält. Ein Ziegel. Wenn ich die Kiste aufmache, ne, von den hier aufmache, da ist ein Zombie drin, der da liegt. What? Ja, wenn du die Kiste aufmachst. Wie krass sieht das denn aus? Wie geil. Ja, cool. Boah, das habe ich jetzt vorhin aus dem Konzept. Buch. Ein Buch haben wir doch. Es hat aufgehört zu regnen. Juhu. Boah, du kannst das echt Buch mit Level 30 verzaubern. Okay. Okay, dann habe ich, brauche ich noch 3 Level. Dann warte ich noch mal ein bisschen. Eigentlich hätten wir jetzt an der Größe auch ändern können, ne? Eben schnell. Was meinst du von der Größe von den von dem Pool mit dem, mit der, die Striche unten und oben gleich lang sein können? Ach, ich würde das so lassen. Ich würde das echt so lassen. Dann lassen wir das so. War ja nur eine Idee. Jetzt wird ja ohne viel Aufwand gegangen. Aha, verdammt. So, ich gehe aber erstmal Löcher stopfen, ja? Boah, mit meiner Kettensäge. So geil. Vielleicht machen wir dann anstatt in der Mitte Gold da auch Redstone oder was rein, oder? Ja, würde ich machen, weil das ist ein guter Kontrast zu den Lightstone. Der sieht bei mir, also bei den Texture Pack hier von Doomcraft, da sieht das so ein bisschen aus wie Lava, finde ich. So wie bei anderen Texture Packs. Ah, ich finde das ist sonst auch ein bisschen zu bunt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und zu kostspielig. Ja, gut, das ist ja. Obwohl, also Lapis Lazuli war ja auch schon übelste Sache, oder? Ja, ist auch schon teuer, das stimmt, das stimmt. Ja, irgendwann machen wir aus Diamanten. Ja, ich habe gesehen, da sind 64 Diamanten jetzt drin, ne? Ja, wir könnten einen Block machen. Also mehrere Blöcke zwar, aber... Wäre machbar, aber nee, solche Poser sind wir nicht. Noch nicht. Aber sieht schon übel aus, bestimmt. Wobei, ja, hast du überhaupt jemals einen Diamantenblock gesehen? Also ich glaube ich nicht. Doch, ja, selber gebaut oder so gemacht habe ich noch keinen. Aber ich habe schon mal einen gesehen, ja. Also ich nicht, ich habe weder einen gemacht noch gesehen. Also. Ja, wenn ein anderer Let's Player irgendwie Texture-Pack-Vorstellung oder sowas hatte, da sieht man ja sowas. Ja, okay. Da zeigen die meistens dann immer komplett dann, was du bauen kannst und so. Und naja, da siehst du dann halt auch einen Diamant oder Smaragd-Block. Ja, okay, da habe ich noch nie so drauf geachtet dann. Aber stimmt, so, da habe ich mir auch mal geguckt. Was ich aber echt geil finde, hier auf der weiten Ferne sehe ich so, sehe ich im Horizont, ne, sehe ich einen Berg hier auf der Map bei mir. Okay. So ein, ja, wirst du sehen in meiner Aufnahme. Ich finde das aber saugeil. So ein Panoramabild irgendwie. Ah, scheiße, Mann. So, ich wollte da mal eben die Steine reinwerfen wieder. Oh, das ganze Erde weg. Ja, und dann wollten wir ja gleich eigentlich, wenn wir damit fertig sind, könnten wir eigentlich dann in der Hölle gehen. Ja, können wir machen. Wir hatten ja vor, dass wir da ein bisschen den Ort sichern. Glaube ich auch ganz gut ist eigentlich. Und ein bisschen Lightstone nochmal organisieren, glaube ich, wäre auch ganz gut. Ja, so viel haben wir nicht mehr. Ja, der Pool, der hat ganz schön viel gefressen davon. Ich brauche noch Redstone. Ja. 6 Stück. Was ist eigentlich mit dem Nils? Ist der kurzzeitig... Nö, guck mal hier. Ich bin hier.
Der guckt dir bei der Arbeit zu. Ach so. Von da oben. Ich dachte, der ist kurzzeitig wieder irgendwie gestorben oder so. Man weiß ja nie. Ja, okay. Man weiß es nicht. Wieso heiße ich Smoke? Ah, du bist bei der letzten Aufnahme auch gestorben. Also nicht so, ne? Ja, aber jetzt bist du eigentlich auch dran, Mann, mit dem Sterben. Ja, heute bist du dran. Nee, oder komm, bring dich um. Heute mit den Shadern möchte ich nicht sterben. Das möchte ich genießen. Ja, doch, klar. Das ist ein schöner Tod. Ach so, ja, das kann natürlich auch sein. Im richtigen Glanzlicht. Dass dann wirklich gut aussieht, der Tod, meinst du? Hätte gern sein. Ja, klar, was denkst du denn? Mit Lichteffekten. Hallo, Special Effects. Wer kann von sich behaupten, dass er mit Special Effects gestorben ist? Ja, dann lass mich aber erst noch hier irgendwas verzaubern. Ich möchte nicht. Nee. Level 30 müsste sein, das ist eine Mindestanforderung. Ja, das dauert nicht mehr so lange. 6 Level fehlen noch. Ja, geht doch. Wir lassen das so, wir lassen das Dollarzeichen einfach einen tiefer legen. Ist hier wie so ein Labyrinth mit dem Dollarzeichen. Aha, Labyrinth. So ein Labyrinth bauen wäre auch cool, ne? Ja, aber irgendeiner verläuft sie immer und das bin mit Sicherheit ich. Ja, das könnte gut sein. Da hilft auch keine Karte. Vielleicht kann man dir selbst eine bauen. Zeichnen oder so. Karte. Oh, wird dunkel. Na, super dunkel, da freue ich mich ja drauf. Na komm, dann leuchten wir hier auch noch ein bisschen aus. Ich glaube, ich habe alles an Leitstum aufgenommen. Ja. Ach, das ist echt dunkel, das ist so scheiße, ne? Aber schön ist, dass der Redstone ein bisschen Licht abgibt hier. Ja, das liegt aber an Dynamic Light, denke ich. Ja, kann sein. Normalerweise ja, so viel Licht gemacht da nicht. Was ich verwirrend finde, der Mond ist, dass der noch so viel Licht abgibt. Ich sehe das jetzt gerade. Der okay. Leuchtet noch ein bisschen. Ja, der Mond sieht auch geil aus, ne? Ja. Böser Mann im Mond. Boah, wie geil. Das sieht doch mal echt geil aus. Oh, guck mal, nee, jetzt baut sich ein Turm. Ey, die stehen Skelette direkt bei mir im Haus quasi. Also bei Mond fällt mir ein, mach uns vollkommen. Ja. Ja, erstmal müssen wir die aus dem Weg schaffen, die gehen wir auf den Keks. Danach können das wir was vollkommen machen, mal gucken. Hier fehlt auch übrigens eine Tür. Ja, aber warum? Die muss mir in einer kaputt schlagen, an die Schweine. Zombies bestimmt. Na, ja, kann sein. Noch clever. Ja, ich glaube, das könnte mit den Lightstone jetzt echt eng werden. Ach, da kriegst du schon hin. Ja, ich mach das schon. Richtig. Mir sicher. Immer ich. Möchte ich das überhaupt so haben? Er baut sich einen Turm. Ein Zombie. Oh, guck mal, der hat sich extra fein gemacht. Der hat einen Anzug an. Anzug? Oh, wie süß. Sind das nicht normalerweise so Rüstung oder sowas? Nö, gerade nicht. Oh, scheiße, Mann. Also, ich krieg Lightstone-Legen nie hin, ohne irgendeinen falsch zu legen, dass ich wieder kaputt machen muss. Ja, ist doch nur Kunst für sich, ne? Ja. So, fertig mit dem Pool. Nur noch Wasser. Ja, sieht doch gut aus. Ach, guck mal, ich hab ja meinen einen Eimer bei mit Wasser. Ja, ich auch. Ich hab den nicht losgelassen hier. Aber jetzt kann man ja auch aus dem Wasser wieder hier, da brauchst du nicht mehr wieder zurückrennen. Aber das müsste doch gleich automatisch doch dann voll laufen, ja, oder? Ja, klar, sag ich ja. Jetzt kannst du hier auch schon am Rand wieder Wasser nehmen, weil das nicht mehr so hoch ist.